Zur Vorgeschichte von CETA muss man anmerken, dass die generelle Schlachtordnung in der Globalisierung so aussieht. Industrieländer auf der einen Seite, Schwellen- und Entwicklungsländer auf der anderen Seite. Im Prinzip hat die WTO, die Welthandelsorganisation, den Anspruch, Fragen der globalen Handelspolitik durch Verhandlungen und Vereinbarungen zu lösen. Aber die WTO ist seit 15 Jahren in der Krise. WTO-Regeln stammen aus einer Zeit, in der die Industrieländer noch deutlich größere Bedeutung hatten. Wenn jetzt der Abschluss und die Verhandlungen vieler Freihandelsabkommen zu beobachten sind, dann sind es gewissermaßen ein Ersatz für die Welthandelsorganisation WTO. Die WTO ist mehr oder weniger gescheitert. Die sogenannten Entwicklungsländer haben sich zusammengeschlossen und vertreten ihre Interessen stärker. Das Dumping der Industrieländer nehmen die Schwellen- und Entwicklungsländer nicht mehr hin. Das gefällt natürlich den Nordländern nicht. Deshalb ist es für die Nordländer, Industrieländer, einfacher, einzeln zu verhandeln. Da sind sie dann in einer besseren Verhandlungsposition. Industrieländer können sich dadurch eher ihre Vorteile sichern. Die Forderung muss also im Prinzip lauten, die WTO, die Welthandelsorganisation, muss die Standards setzen. Die sind nicht in bilateralen Vereinbarungen zu suchen. Zur Vorgeschichte von CETA und TTIP gehört auch der Vertrag von Lissabon aus dem Jahr 2009. Durch diesen Lissabon-Vertrag wurden Kompetenzen der Nationalstaaten, wie Deutschland, für die Handelspolitik auf die EU übertragen. Dadurch kam es zu dem CETA-Verhandlungsmandat für die EU-Kommission und für Handelspolitik zuständigen EU-Kommissar de Gucht, der mittlerweile von Cecilia Malmström abgelöst wurde. Was ist CETA? Attac sagt, CETA ist ein trojanisches Pferd. Zum aktuellen Verfahrensstand von CETA und die nächsten Verfahrensschritte. Seit 2009 hat die EU-Kommission mit Kanada unter strenger Geheimhaltung über ein Handels- und Investitionsschutzabkommen verhandelt. CETA, das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen. Während Öffentlichkeit und Parlamente ausgeschlossen blieben, erhielten Wirtschaftsvertreter erheblichen Einfluss auf die Verhandlungen. Der Vertragstext wurde erst im Herbst 2014 nach Verhandlungsabschluss veröffentlicht. Ähnlich wie beim TTIP-Abkommen zwischen USA und EU droht auch mit CETA ein erheblicher Abbau von Demokratie, öffentlicher Daseinsvorsorge und Umweltschutz. Im Gegensatz zu TTIP, das sich noch mitten im Verhandlungsprozess befindet, ist CETA abgeschlossen und könnte, falls es ratifiziert wird, im Frühjahr 2018 in Kraft treten. Für den 13. Mai dieses Jahres, also in 10 Wochen, ist die vorläufige Anwendung von CETA auf der Tagesordnung des EU-Ministerrates vorgesehen. Man geht davon aus, dass der Ratifizierungsprozess 2 Jahre dauert. Derzeit findet die rechtliche Prüfung statt, das heißt die Rechtsförmlichkeitsprüfung oder das sogenannte Legal Scrubbing. Frau Malmström, die Handelskommissarin, machte deutlich, dass es trotz der wachsenden Kritik an CETA keine wesentlichen Änderungen am jetzigen Vertragstext geben wird. Nun komme ich zur Privatisierung und zur Aushöhlung der öffentlichen Daseinsvorsorge und Dienstleistungen, die mit diesem Abkommen drohen. Dienstleistungen, die im Rahmen staatlicher Zuständigkeiten erbracht werden, sind als Dienstleistungen definiert, die weder auf einer kommerziellen Basis noch im Wettbewerb erbracht werden. Das hört sich zwar gut an, aber nahezu alle Experten und selbst Handelsvertreter der EU-Kommission haben zugegeben, dass diese Ausnahme sehr eng formuliert ist und dass die große Mehrheit öffentlicher und grundlegender Dienstleistungen nicht darunter fällt. Hinzu kommt, dass der Begriff öffentliche Versorgungsdienstleistungen nicht mal genau definiert ist und damit für streitige Auseinandersetzungen
Tür und Tor geöffnet wird. Privatisierung und Daseinsvorsorge. Durch verschiedene Regelungen wird angestrebt, Bereiche, die bisher in die soziale Daseinsvorsorge gehören, wie Wasserversorgung, Bildung, Gesundheit, für die private Konkurrenz zu öffnen, etwa indem allgemeine interkontinentale Ausschreibungen ab einer bestimmten Größenordnung gefordert werden. Damit wird der Kern kommunaler Selbstverwaltung in Frage gestellt, weil den Kommunen am Ende kaum demokratischer Gestaltungsspielraum bleibt. Verletzt wird auch das Sozialstaatsprinzip, das die Teilnahme am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben gewährleistet, die auch über staatlich gesicherte und geförderte Bereiche der Daseinsvorsorge gesichert werden. Alle in dem Abkommen nicht explizit vermerkten Bereiche werden liberalisiert. Das bedeutet, alles, was nicht auf einer sogenannten Negativliste vermerkt ist, kann privatisiert werden. Künftig würde alles unter Privatisierungsdruck geraten, was nicht gegen den Widerstand von Lobbyisten auf eine Negativliste gerettet wird. Anders als die meisten bisherigen Handelsverträge listet CETA nicht die zu liberalisierenden Bereiche auf, also diese berühmte Positivliste, sondern nur die Ausnahmen, also die Negativlisten. Einmal deregulierte und privatisierte Bereiche dürfen nicht mehr zurückgenommen werden. Das ist die sogenannte Stillstand- und Ratchet-Klausel, Sperrklinkel-Klausel. Die Ratchet-Klausel ist quasi eine Ewigkeitsgarantie für die Privatisierung. Sie können sich sicherlich erinnern, dass in Berlin die Wasserversorgung privatisiert wurde und nachdem die Bevölkerung nach einigen Jahren gemerkt haben, dass sie die großen Verlierer sind, wurde ein Volksbegehren initiiert, das entsprechend ausging, also entsprechende Medien fand, sodass dieses privatisierte Wasserwerk, die Wasserversorgung, wieder zurückkommen konnte in die Trägerschaft des Senates, also der öffentlichen Hand. Der nächste Punkt ist das Vorsorgeprinzip am Beispiel von Umweltschutz. Beim Umweltschutz begegnen sich zwei unterschiedliche Philosophien. Während in Nordamerika eher der Schwerpunkt auf die Haftung gelegt wird, hat sich Europa für Umweltschutz mittels Vorsorge entschieden. Dieser Gedanke findet sich auch im Staatsziel Umweltschutz, wie es im Artikel 20a des Grundgesetzes formuliert ist. Vorsorge meint, dass Verfahrensprozesse, Anlagen und so weiter verboten werden können, auch wenn sie nur potenziell gefährlich sind, wenn Ungewissheit über ein Element des Gefahrenbegriffs vorliegt. Das CETA-Abkommen geht aber davon aus, dass der Freihandel zugunsten des Umweltschutzes nur dann eingeschränkt werden kann, wenn wissenschaftlich exakt nachgewiesen ist, dass Gefahren oder Schäden eintreten. Nicht schon das Risiko darf Anlass sein, den Freihandel einzuschränken, sondern erst der bereits eingetretene Schaden. Potenziell gefährliche Produkte und Technologien können demnach erst dann aus dem Verkehr gezogen werden, wenn ihre Schädlichkeit zweifelsfrei nachgewiesen ist und damit oft viel zu spät. Auf diese Art und Weise könnten auch gentechnisch manipulierte Lebensmittel ohne Kennzeichnung auf unseren Tisch kommen. Nun zum Kapitel Investorenschutz und Sonderklagerechte für Konzerne. Investitionsschutz. Die Freiheit des Kapitalverkehrs und der Schutz von Investoren stellen wesentliche Elemente von Freihandelsabkommen dar. CETA sieht einen sogenannten Investor-Staat-Streitschlichtungsmechanismus vor, ISDS. Mit diesem Investor-Staat-Streitschlichtungsmechanismus sollen rechtsstaatliche Gerichte umgangen werden, um private Schlichtungsverfahren einzusetzen. Schiedsgerichte.
unterscheiden sich von ordentlichen Gerichten. Bei den Schiedsgerichten sind Anwälte, private Anwälte, als Schiedsrichter tätig und diese haben keine Befähigung zum Richteramt. Jedenfalls ist das nicht die Regel. Noch schlimmer ist, dass die gleichen Personen mal Investoren vertreten und mal einen Staat. Man weiß also nicht genau, in wessen Interessen sie eigentlich besser zu Hause sind. Und auch die dritte Person, auf die sich die klagenden Parteien, die klagende Partei und die beklagte Partei einigen müssen, ist wiederum nur ein Anwalt. Diese drei entscheiden dann, wer zu zahlen hat oder abgewiesen wird. Die Urteile der Schiedsgerichte sind verbindlich. Sie müssen von den Beteiligten angenommen werden. Also der Staat muss, wenn er verliert, zahlen. Dieses ganze Verfahren stellt ein Rechtssystem dar, das neben unserem nationalen und demokratischen Rechtswesen steht. Und dieses parallele Rechtssystem macht die Gefährlichkeit aus. Grundlagen solcher Schiedsverfahren ist das völkerrechtlich bindende CETA-Freihandelsabkommen. Aktuell ist bekannt das Verfahren vor einem Schiedsgericht, das der Energiekonzern Vattenfall gegen die Bundesrepublik führt, mit dem Ziel, Entschädigungen in Höhe von 3,7 Milliarden Euro für den Atomausstieg zu erhalten. CETA wird völkerrechtlich bindend sein und sich kaum mehr zurücknehmen lassen. In Kapitel 34 dieses Vertrags wird für den unwahrscheinlichen Fall einer Auflösung von CETA vorgesehen, dass die Klagerechte für Investoren weitere 20 Jahre erhalten bleiben. Heribert Brandl hat in der Süddeutschen einen erfreulich klaren, deutlichen Kommentar zu diesem privaten Schiedsgerichtsverfahren geschrieben. Brandl nennt nämlich diesen Investorenschutz und die ISDS einen der gefährlichsten Angriffe auf die demokratischen Rechts- und Sozialstaaten, die es je gegeben hat. Freihandelsabkommen wollen exklusive Sonder- und Schutzrechte für Großinvestoren schaffen, welche die Parlamente binden und fesseln. Wenn der Staat neue Gesetze erlässt, muss er künftig fürchten, dass ihn ein Konzern wegen enttäuschter Gewinnerwartungen, wegen indirekter Enteignung auf Schadenersatz in Milliardenhöhe verklagt. Über diese Klagen sollen dann nicht die ordentlichen rechtsstaatlichen Gerichte, sondern private Schiedsgerichte entscheiden, die mit privaten Anwälten aus internationalen Kanzleien besetzt sind. Das geplante Abkommen formuliert ein neues internationales Supergrundrecht, ein Grundrecht auf ungestörte Investitionsausübung. Die Übersetzung der Investitionsschutzregeln ins Verständliche lautet so: Die ungestörte Investitionsausübung ist gewährleistet. Kein Großinvestor darf gegen seine Interessen zum Umweltschutz, Kündigungsschutz, Datenschutz, Verbraucherschutz und zur sozialen Verantwortung gezwungen werden. So liest sich das im Klartext oder verständlich. Das ist ein Eingriff in die Rechtsetzungshoheit des Rechtsstaates, die nicht mehr frei sind, in die Rechtsetzungshoheit der Rechtsstaaten, die nicht mehr frei sind, ihre Verfassungsprinzipien in Gesetzesrecht zu übersetzen. Weil dem Handelsabkommen ein mit Milliardenstrafen bewährter Vorrang eingeräumt wird. Das Abkommen formuliert einen hochgesicherten Investitionsschutz. Die Hochsicherheit besteht darin, dass Schadenersatz in Milliardenhöhe droht, wenn die Investition sich nicht wie gewünscht entwickelt. Geld schlägt die demokratische Verfassung. Das ist der Mechanismus dieses Investitionsschutzes. Ein ehemaliger Verfassungsrichter, der Professor Gross, nimmt diese Vorzugsstellung, die ausländische Unternehmen im jeweils anderen Vertragsstaat bekommen, Diskriminierung, Verstoß gegen Gleichbehandlung und rechtstechnisch Willkür. Der Professor Fischer-Lescano
stellt in seinem juristischen Gutachten, das er für Attac München erstellte, fest, CETA führt insgesamt zu einem Verlust staatlicher Souveränität. Dies ist nicht rechtmäßig. Grundgesetz und Unionsrecht verlangen, dass die Ausgestaltung der Wirtschaftsordnung jederzeit der demokratischen Disposition unterliegen muss, dass es jederzeit möglich sein muss, die Sozialbindung des Eigentums zu erhöhen, die Strukturen der Sicherung öffentlicher Güter anders zu gestalten. Diese Spielräume dürfen durch völkerrechtliche Verträge nicht ausgehebelt werden. Professor Fiesan bereitet im Auftrag von Frau Krimmenstein, die ja in der letzten Woche breit in der Presse berichtet wurde, eine Verfassungsbeschwerde gegen CETA vor. Und folgende Rügen werden den Kern der Beschwerde ausmachen zum Investorschutz. Sagt er, mit den Schiedsgerichten wird in das Rechtsstaatsprinzip eingegriffen. Zur formalen Seite des Rechtsstaatsprinzips gehört die Herrschaft des allgemeinen abstrakten Gesetzes, die das Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 1 auch als Gleichheitsrecht formuliert. Das heißt, die Gesetze gelten allgemein für alle gleich und werden ohne Ansehen der Person angewendet. Negativ formuliert, es gibt kein Sonderrecht für bestimmte Gruppen. Das wird aber durch die Schiedsgerichte geschaffen. Unternehmen können sich nicht nur das Gericht aussuchen, vor dem sie klagen, sondern damit auch die Rechtsgrundlage. Für die Schiedsgerichte wird das völkerrechtlich bindende CETA-Recht die Rechtsgrundlage ihrer Entscheidungen sein. Wenn Entschädigungspflichten des Staates entstehen können, weil sie die berechtigten Gewinnerwartungen von Unternehmen durch soziale Standards wie Mitbestimmung, Kündigungsschutz, Versicherungspflichten usw. oder durch Umweltstandards beschneiden, steht der demokratische Prozess auf dem Spiel. Und zwar schon dann, wenn der Gesetzgeber vorsorglich Erwägungen anstellen muss, ob Entschädigungspflichten entstehen und ob er deshalb in seiner Entscheidungsfreiheit nicht begrenzt, sich begrenzen muss. Jetzt komme ich zu einem ganz schlauen Etikettenschwindel, Handelsgerichtshof, ICS abgekürzt, Investment Court System. Der Handelsgerichtshof, den der Wirtschaftsminister Gabriel in seinem Leitantrag beim SPD-Parteitag in Berlin versprochen hat, bleibt eine Paralleljustiz. Denn was als Handelsgerichtshof bezeichnet wird, ist korrekt übersetzt ein Investitionsgerichtssystem und hat mit demokratischer Gerichtsbarkeit wenig zu tun. Malmström hat Gabriels Vorschlag teilweise aufgegriffen, um den Kritikern von ISDS den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die grüne Europaabgeordnete Ska Keller kritisiert es als Etikettenschwindel. Wesentliches hat sich nicht verändert. Der Vorschlag ist weder rechtsstaatlich noch verfassungskonform. Denn die Hauptkritikpunkte bleiben. Die Standards, nach denen geurteilt wird, bleiben die gleichen. Die geplante Dauer der Amtszeit von 6 Jahren, also der Amtszeit für die Richter, und das Grundgehalt von 2.000 Euro für Richter der ersten Instanz und für 7.000 Euro für die des Appellationsgerichts sowie Aufwandsentschädigungen für den Fall des tatsächlichen Einsatzes lassen Zweifel aufkommen, ob die Kriterien für die fachliche und finanzielle Unabhängigkeit von Richtern eines internationalen Gerichts erfüllt werden. Einen festen Platz haben sollen die Gerichte nicht, sondern je nach Fall an verschiedenen Orten tagen, so heißt es aus der EU-Kommission. Der Deutsche Richterbund ist eine eher konservative Vereinigung und mit 16.000 Mitgliedern größte Berufsverband der Richterinnen und Staatsanwältinnen in Deutschland. Nun hat er eine Stellungnahme abgegeben zu diesem ICS, zu diesem Investitionsgerichtssystem.
die es wirklich in sich hat. Denn diese, in seiner Stellungnahme stellt sich der Richterbund frontal gegen das von Sigmar Gabriel und der EU-Kommission vorgeschlagene Investitionsgericht. In der Stellungnahme macht der Richterbund klar, dass er für die Institution des sogenannten Investitionsgerichts keine Rechtsgrundlage und auch keine Notwendigkeit sieht. Die Schaffung von Sondergerichten sei schlichtweg der falsche Weg. Der Richterbund hat erhebliche Zweifel an der Kompetenz der Europäischen Union, solch ein Gericht einzusetzen. Er macht deutlich, wie weitreichend dieses faktisch nur internationalen Konzernen zugängliche Investitionsgericht das bisherige Gerichtssystem aushebeln würde. Das etablierte Gerichtssystem, sagt er, innerhalb der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union würde geändert werden. Für eine solche Änderung gibt es nach Ansicht des Richterbundes keine Rechtsgrundlage. Auch der Richterbund bestätigt nun, es handelt sich gar nicht um ein richtiges Gericht, sondern um ein ständiges Schiedsgericht. Die frühere Bundesjustizministerin der SPD, Frau Däubert-Melin, sagt zu ICS, was Malmström vorschlägt, ist eine Paralleljustiz und deswegen ist es unzulässig als Paralleljustiz. Der Vorschlag ist deswegen so gefährlich, weil er mit Begriffen arbeitet, die eine ordentliche Gerichtsbarkeit versprechen, Gerichte mit unabhängigen Richtern, dies aber nicht tun. Soweit die ersten beiden Punkte. Jetzt kommt die Sabine mit der regulatorischen Kooperation. Gut, ich sage schon mal gleich, dass wir das Gutachten des Deutschen Richterbunds, ich glaube, 40 oder 50 Mal kopiert haben und es liegt neben anderen Dokumenten hinten auf dem Büchertisch. Wenn Sie rausgehen, dürfen Sie es gerne mitnehmen und verbreiten. Regulatorische Kooperation. Zunächst mal ein paar Vorbemerkungen, die nötig sind. Der CETA-Vertrag hat das Ziel, Hemmnisse beim Handel zwischen EU und Kanada abzubauen. Und zwar durch den Abbau von Zöllen, sogenannte tarifäre Handelshemmnisse, und durch den Abbau von Handelsbeschränkungen durch Regulierungen beim Handel mit Waren und Dienstleistungen. Das sind die nicht-tarifären Handelshemmnisse. Und ich beschäftige mich jetzt nur mit den Regulierungen und gehe dabei aber nicht auf die technischen Regulierungen ein, das sind die sogenannten Normen, sondern auf alle anderen. Zu den bestehenden Regulierungen gehören zum Beispiel, nur dass Sie eine Vorstellung haben, die Buchpreisbindung, unsere Grenzwerte im Lebensmittelrecht, was Rückstände von Pestiziden angeht, oder Produktzulassungsverfahren. Grundsätzlich gilt, durch Regulierungen werden Standards festgelegt. Und jetzt, das ist auch sicher vielen bekannt, möglichst hohe Standards in Bereichen wie Arbeitsschutz, Gesundheit, Umwelt, Verbraucherschutz sollen dem Gemeinwohl dienen. Ihr Abbau als Handelshemmnis ist im Interesse der Wirtschaft. So geht auch der CETA-Vertrag auf die Initiative der großen Konzerne zurück. Jetzt hat Kanada in vielen Bereichen andere Standards als die EU. Dann gibt es jetzt rein logisch zwei Wege, wie man diese unterschiedlichen Standards, wie man denen umgeht. Entweder man harmonisiert die Standards der EU und Kanadas. Das bedeutet, man einigt sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf das niederere Niveau, denn niedere Standards sind immer kostengünstiger und haben bessere Aussichten, auf dem Markt zu bestehen. Oder man erkennt die Standards gegenseitig an. Das bedeutet in der Praxis, wir hätten dann kanadische Standards neben den europäischen. Auch da wird sich dann der niedere Standard, weil er kostengünstiger ist, einen Wettbewerbsvorteil durchsetzen. Da es nun aber in der EU und in Kanada eine kritische Öffentlichkeit gibt und auch einige kritische Politiker, kann man sich den Gedankengang der Verhandlungsführer jetzt so vorstellen. Ich stelle ihn mir so vor. Der CETA-Vertrag,
Ein CETA-Vertrag, der in weiten Teilen aus herabgesetzten Standards besteht, wird auf Widerstand stoßen. Und deswegen kamen die Verhandlungsführer auf den Gedanken, wir schreiben in den CETA-Vertrag keinen einzigen konkreten Standard hinein, sondern, und damit sind wir bei der regulatorischen Kooperation, wir fangen es viel raffinierter an. Die heiklen Regelungen zum Abbau von Handelshemmnissen gehen wir ganz anders an. Wir überlassen die Arbeit daran der regulatorischen Kooperation. Kooperation heißt Zusammenarbeit. Gemeint ist die Zusammenarbeit der kanadischen und europäischen Vertragspartner in speziellen Gremien bei der Harmonisierung oder gegenseitigen Anerkennung von Standards. Jetzt ist es ja völlig logisch, dass diese Gremien ihre Arbeit erst aufnehmen, wenn der CETA-Vertrag provisorisch angewendet wird oder in Kraft tritt. Nicht vorher. Also kann niemand sich noch aufregen vorher und sagen, so geht das nicht. Wir bieten, haben sich die Verhandlungsführer gedacht, damit der kritischen Öffentlichkeit keine Angriffsfläche und gefährden das Zustandekommen des Vertrags nicht. Und wie lauten nun im CETA-Vertrag die Bestimmungen zur regulatorischen Kooperation? Die Zusammenarbeit bei der Harmonisierung oder gegenseitigen Anerkennung von Standards habe ich schon genannt. Aber die Befugnisse gehen viel weiter und dies verdient besondere Bedeutung. Die regulatorische Kooperation, die Abstimmung der Standards, soll sich nämlich nicht nur mit den bestehenden Standards befassen, sondern auch mit allen Regelungen, die in Zukunft einen Bezug zu Waren oder Dienstleistungen haben und von denen wir heute nur vielleicht noch gar nichts wissen. Und der CETA-Vertrag, der vor uns liegt, ist deshalb kein fertiger Vertrag, sondern, da er im Zuge der Weiterentwicklung wachsen und sich ausbreiten kann, soll, wird er als Living Agreement bezeichnet. Die Befürworter dieser Idee des Living Agreements sagen, das ist doch wunderbar, der CETA-Vertrag ist flexibel, passt sich an die aktuelle Lage. Aber unsere Aufgabe ist es jetzt genau nachzuschauen, wer in der regulatorischen Kooperation sitzt und wo da die Parlamente sind. Wir haben ja das Thema Demokratie und CETA. So, deswegen stellen sich jetzt zwei wichtige Fragen. Erstens, wer trifft sich in den Gremien der regulatorischen Kooperation? Und zweitens, dürfen die Gremien dem Gesetzgeber in Kanada und in der EU nur Empfehlungen geben oder sind ihre Entscheidungen rechtsverbindlich? Wie gesagt, Entscheidungen über Produkte, die es heute vielleicht noch gar nicht gibt. Das würde bedeuten, Ihre Entscheidungen wären Teil des CETA-Vertrags, Living Agreement, und stehen damit als Völkerrecht über dem EU-Recht und über dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten. Die erste Frage ist schnell beantwortet. Wer trifft sich in den Gremien der regulatorischen Kooperation? In den regelmäßig tagenden Gremien der regulatorischen Kooperation treffen sich Repräsentanten der kanadischen Regierung und der EU-Kommission und hohe Beamte. Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten sind nicht vertreten. Aber noch viel schlimmer, in diesen Gremien ist kein einziger Abgeordneter des EU-Parlaments oder der nationalen Parlamente vorgesehen. Die Lobbyisten der großen Konzerne werden dagegen sicherlich Gehör finden. Auf die gehe ich später nochmal ein. An der Spitze der regulatorischen Kooperation steht der sogenannte Hauptausschuss. Und der ist also von Spitzenpolitikern besetzt, nämlich tatsächlich soll besetzt werden von der kanadischen Handelsministerin und der EU-Handelskommissarin Frau Malmström bzw. Frau Freeland. Beide Posten sind im Moment von Damen besetzt. Dieser Hauptausschuss macht den untergeordneten Ausschüssen, denen spezielle Sachgebiete zugeordnet sind, Vorgaben für ihre Arbeit und kontrolliert sie. Nun zur zweiten Frage. Der Frage danach, ob die Entscheidungen der Gremien bzw. des Hauptausschusses für die EU und Kanada rechtlich bindend sind oder nicht. Mit anderen Worten, wird hier Vertretern der kanadischen Regierung und der EU-Kommission ermöglicht, Recht, ja sogar Völkerrecht zu setzen, wo doch die Gesetzgebung das ureigene Recht unserer gewählten Volksvertreter und Parlamente ist. Was ich Ihnen dazu sagen muss, ist ein Skandal. Es gibt im CETA-Vertrag auf diese entscheidende Frage keine eindeutige, klare Antwort.
Die Folge ist, Politiker und Gutachter geben höchst unterschiedliche Auskünfte. Ich finde eine kleine Auswahl von dem, was man da so hört. Unser Wirtschaftsminister Gabriel beruhigt uns natürlich, hat auf eine Anfrage der Linkspartei im Herbst letzten Jahres geantwortet, der Expertenausschuss dürfe, Zitat, lediglich Empfehlungen an die Vertragsparteien aussprechen. Ähnlich äußerte sich die Handelskommissarin Frau Malmström zum Beispiel im Dezember 2015 vor dem Handelsausschuss der EU, mündlich. Ihre Aussage steht im Widerspruch zu der Antwort der Kommission auf eine Anfrage von Korrektiv, einer gemeinnützigen Organisation für aufklärenden Journalismus, nach der der Ausschuss, Zitat, bindende Entscheidungen treffen darf. Dieser Ansicht ist auch der Völkerrechtsprofessor Andreas Fischer-Lescano, den der Michael schon erwähnt hat, der Universität Bremen. Er schreibt in seinem juristischen Gutachten, für CETA gilt, Zitat, dass die Regulierungsausschüsse, die institutionell gebildet werden, jedenfalls auch rechtssetzende und damit hoheitliche Funktion haben sollen. Und der Göttinger Völkerrechtler Professor Tobias Schleuder nimmt so eine Zwischenstellung ein. Durch den Hauptausschuss können völkerrechtlich verbindliche Entscheidungen getroffen werden. Es ist nicht hinreichend klar, ob und in welchen Fällen völkerrechtlich bindende Beschlüsse des Hauptausschusses die Zustimmung der jeweils intern zuständigen Organe der Vertragspartner, insbesondere des EU-Parlaments, erfordert. Zusammenfassend lässt sich feststellen, die Parlamente müssen bei der regulatorischen Kooperation nicht zwingend beteiligt werden. Da die Möglichkeit besteht, dass durch die regulatorische Kooperation Regierungsvertreter ohne Parlamente Völkerrecht setzen können, stellt der CETA-Vertrag eine akute Bedrohung unseres Rechtsstaats und unserer Demokratie dar. Auf einen Untersuchungsausschuss geht der Fischer-Lescano besonders ein, und das ist noch wieder auch eine unglaubliche Geschichte, und deswegen erzähle ich es Ihnen. Dieser Unterausschuss ist zuständig für Dienstleistungen und Investment. Der Grund, warum der Fischer-Lescano ihn besonders erwähnt, dieser Ausschuss, der für Investitionen zuständig ist, kann für die Investitionsschutzverfahren verbindliche Interpretation des CETA-Vertrags erarbeiten. Das bedeutet, Vertreter der kanadischen Regierung und der EU-Kommission können die Rechtsgrundlage eines jeden Schiedsverfahrens durch ihre Auslegung der Verträge des Vertrags verbindlich mitgestalten. Ebenfalls eine Ungeheuerlichkeit. Nach EU-Recht kommt die verbindliche Auslegung völkerrechtlicher Verträge allein dem Europäischen Gerichtshof zu. Darüber hinaus versteht es sich von selbst, dass ein Vertrag, der als Living Agreement in wesentlichen Bereichen kontinuierlich verändert wird, eigentlich wie ein ganz neuer Vertrag vom EU-Parlament bzw. dem Parlament der Mitgliedstaaten immer wieder neu beschlossen werden müsste. Man fragt sich, warum erkennen so viele EU-Abgeordnete und so viele Abgeordnete der EU-Mitgliedstaaten nicht, dass sie mit dem CETA-Vertrag zu ihrer eigenen Entmachtung beitragen. Ich habe letztes Jahr Briefe an die deutschen EU-Abgeordneten geschickt und mit dieser Frage. Und die Antwort war dann von den Konservativen, aber auch von Herrn Gabriel, an den du geschrieben hast, es sei sehr demokratisch, schließlich hätte das EU-Parlament und auch die Mitgliedstaaten, die Parlamente der Mitgliedstaaten, Bundestag, Bundesrat, ja schließlich dem Vertrag von Lissabon zugestimmt, der im Jahr 2009 in Kraft trat, und damit sei die demokratische Mitwirkung doch abgedeckt. Es ist nicht zu glauben. Jetzt kommt ein Punkt, da muss ich sagen, wenn ich mich jetzt Ihnen noch Informationen gebe über das sogenannte Frühwarnsystem für Lobbyisten. Da geht es, was auch vorgesehen ist im CETA-Vertrag. Da kann man sich natürlich drüber aufregen, aber wenn man ahnt, dass Lobbyisten oder Gremien, in denen Wirtschaftsvertreter, die großen Konzerne sitzen, schon jetzt ununterbrochen miteinander die Dinge bereden und ihre Regeln sich schaffen, dann regt es einen auch wieder weniger auf. Und diese Hausausweise, die jetzt im Bundestag den Lobbyisten untersagt werden, das ist ein lächerliches Theater, weil man trifft sich halt dann außerhalb. Aber der Vollständigkeit halber führe ich das noch an.
Zu der Selbstentmachtung der Parlamente gehört im Rahmen der regulatorischen Kooperation zusätzlich die folgende Bestimmung. Kanada und die EU informieren sich gegenseitig so früh wie möglich über jedes geplante Gesetz, das ein Handelshemmnis darstellen könnte. Und das gilt auch für die EU-Mitgliedstaaten. Hier geht es um eine Handelsverträglichkeitsprüfung im Sinne des Unternehmers, nicht um eine soziale oder ökologische Prüfung im Sinne des Allgemeinwohls. Sollte zum Beispiel unsere Bundesregierung ein Gesetz mit höheren Standards im Umwelt- oder Verbraucherschutz planen, muss sie den Entwurf dem zuständigen Gremium der regulatorischen Kooperation sofort vorlegen. Und das, bevor der Bundestag von dem Gesetzentwurf überhaupt erfahren hat, geschweige denn, dass er ihn beraten hat. So könnte es dazu kommen, dass die Lobbyisten der Unternehmen den Gesetzgebungsprozess vom ersten Moment an beeinflussen. Ihr Druckmittel sind teure Schiedsverfahren, sollten höhere Standards gegen ihren Willen doch gesetzt werden. Ja, ich wollte nur sagen, dass heute in der Zeitung zu lesen steht, dass in Berlin 5000 Lobbyisten aktiv sind, dass ein Abgeordneter, es war in der Süddeutschen, namens Marco Bülow von der SPD, der ein bekannter Bekämpfer des Lobbyismus ist, trotzdem jede Woche mit 200 Lobbying-Versuchen konfrontiert ist, jede Woche, und dass in Brüssel etwa 20.000 Lobbyisten rumspringen. Der CETA-Vertrag darf Ihnen durch die regulatorische Kooperation nicht noch weiter entgegenkommen. Damit bin ich am Ende der Ausführungen zur regulatorischen Kooperation im CETA-Vertrag. Wichtig war mir, Ihnen zu zeigen, dass eine große Gefahr für Rechtsstaat und Demokratie durch den CETA-Vertrag in seiner Weiterentwicklung in der Zukunft liegt. Der EU-Abgeordnete der Grünen, Sven Giegold, sagte Anfang dieses Jahres auf einer Veranstaltung in Radolfzell am Bodensee, die Politiker würden erst in den kommenden Jahren wissen, was sie mit dem CETA-Vertrag heute unterschreiben. Ich möchte mit einem Bild meine Ausführungen zur regulatorischen Kooperation zusammenfassen. Der Fisch, der heute angeblich als harmloser Zierfisch das Aquarium bereichern soll, könnte sich zu einem Hai auswachsen. Gut, dann mache ich mit dem nächsten Punkt weiter. Und zwar will ich zu diesem schwierigen Verhältnis der Politik zur angegriffenen Demokratie was sagen. Den Zustand der Demokratie bezeichne ich als angegriffen im Sinne von erschöpft und entkräftet, aber auch im Sinne von attackiert. Stichworte dazu. Der Philosoph Jürgen Habermas, das neulich so formuliert, die Politik macht das, was 80% der Bevölkerung ablehnen. Deshalb wird Demokratie zum Störfaktor. Und auch aus dem vergangenen Monat, Januar, stammt ein Wutausbruch, könnte man sagen, von dem rheinischen Kirchenpräsidenten Rejkowski am 11. Januar, der zu dieser Thematik formuliert hat, für ihn sei es auch nicht ersichtlich, dass eine Wertegemeinschaft die Staaten Europas verbindet. Ob Europa mehr ist als ein überdimensionierter Förderverein zur Rettung maroder Banken, muss sich erst noch zeigen. Die Europäische Union wird mehr und mehr mit dem Abbau sozialer und demokratischer Rechte in Verbindung gesetzt. Diese Wahrnehmung ist durchaus berechtigt. Soziale Grundrechte geraten unter das Räderwerk des marktliberalen Binnenmarktrechts. Das europäische Sozialmodell wird Stück für Stück demontiert. Was sind die Ursachen für diese Schieflage? Ein paar Punkte will ich aus einer wissenschaftlichen Untersuchung des Dr. Seigel, der ist vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung und forscht zu dem Schwerpunkt europäische Politik. Der schreibt jetzt in einem Aufsatz im Januarheft, durch Zusammenarbeit auf europäischer Ebene könnte der gegenseitige Unterbietungswettbewerb unterbunden, Märkte reguliert
und der Vorrang des Politischen und des Demokratischen vor dem Ökonomischen wiederhergestellt werden. Diese Option besteht allerdings nur sehr hypothetisch. In der Praxis trägt die europäische Integration genau zum Gegenteil bei. Nicht zuletzt, indem sie mitgliedstaatliche Sozialsysteme und Produktionsregime einem direkten, institutionalisierten, regulativen Wettbewerb aussetzt. Daher darf die europäische Integration auch nicht zum Preis von Demokratie und sozialen Rechten erkauft werden. Europa ist wichtig. Sozialstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind es aber mindestens ebenso. Den politischen Gestaltungs- und Interventionsrechten des Staates muss gegenüber Märkten und wirtschaftlicher Macht Vorrang eingeräumt werden. Gerade heute ist auf der Seite 14 unter der Rubrik Politisches Buch in der Süddeutschen Zeitung eine Besprechung eines Buches mit dem Titel Europa ja, aber welches, besprochen, das der ehemalige Verfassungsrichter Dr. Dieter Grimm publizierte. In diesem Buch zeigt Dieter Grimm auf, wie das viel beklagte Demokratiedefizit in Europa zustande kam. Er diagnostiziert eine folgenschwere Verlagerung von Kompetenzen, die Züge eines verdeckten Putsches hatte. Weiter heißt es, die Geschichte der EU ist auch die Geschichte einer schleichenden, illegitimen Machtübernahme. Bei dem administrativen Durchmarsch, der die Gesellschaft mehr veränderte als jede Revolution, ging klammheimlich der demokratische Prozess verloren. Die Mitgliedstaaten der EU sind nicht mehr in der Lage, ihre eigenen Schutzstandards, etwa für den Konsumentenschutz, den Arbeitsschutz, den Gesundheitsschutz, aufrechtzuerhalten. Also es sind schon sehr klare, deutliche Worte von einem ehemaligen Verfassungsrichter, der sich ja sonst eher um einen moderaten Ton bemüht. Aber um das schwierige Verhältnis der Politik zur Demokratie auch nochmal ein bisschen zu illustrieren, will ich auch den Richard von Weizsäcker zitieren, der 1992 schon den Zustand der Demokratie scharf kritisiert hat. Deutschland sei zu einer Parteiendemokratie geworden. Die Parteien hätten ihre Macht weit über die ihnen im Grundgesetz zugedachte Rolle hinaus ausgedehnt. Sie beherrschten die Verfassungsorgane und versuchten zu verhindern, dass sich die Bürger stärker am demokratischen Prozess beteiligen. So weit Richard von Weizsäcker. Das ist meiner Kenntnis nach von einem hochrangigen Politiker, der im politischen Leben tatsächlich auch sehr aktiv war, die klarste Stellungnahme zu dieser Problematik. Die ehemalige Bundesjustizministerin, die Hertha Däubler-Melin, schreibt in der SZ vom Juli 2013, Merkel plädiert für eine marktkonforme Demokratie, also das Gegenteil dessen, was das Grundgesetz zum Verhältnis von Politik und Markt zwingend vorschreibt. Die Demokratie hat den Rahmen für den Markt zu setzen, nicht umgekehrt. Ein weiteres Stichwort für die angegriffene Demokratie ist die sinkende Wahlbeteiligung. Und zwar will ich das am Beispiel von München kurz ansprechen. Das Ergebnis der OB-Wahl in München. Wer hat von Ihnen davon gelesen, dass bei der letzten OB-Stichwahl in München 78,3 der stimmberechtigten Münchner Wählerinnen und Wähler den SPD-Kandidaten nicht gewählt haben? 78,3 der stimmberechtigten
und der Wahlberechtigten haben den Dieter Reiter nicht gewählt. Tatsächlich gewählt haben ihn nur 21,7% der Wahlberechtigten. In der Zeitung liest man das natürlich völlig anders. Da wird Bezug auch genommen auf die relative Zahl. 21,7% bezieht sich auf die absoluten Zahlen, also schließt alle Wahlberechtigten ein. Die Zahl, die dann in der Presse erscheint, 56,7%, nimmt Bezug dann als Grundgesamtheit nur die Wählerinnen und Wähler, die sich beteiligt haben. Das heißt mit anderen Worten, es ist eine außerordentlich bescheidene, wenn man es vornehm ausdrücken will, außerordentlich bescheidene Wahlbeteiligung. Aber was mich beunruhigt in diesem Zusammenhang ist, dass niemand diese Legitimation des Herrn Reiter in Frage stellt. Wenn die nur noch 21,7% der Münchner gewählt haben, hindert ihn das nicht, durch München zu tingeln und sagen, hallo, ich bin der Burger King. Ja, also da frage ich mich, da ist irgendwas in der politischen Kultur, in der politischen Debatte verloren gegangen, dass man nicht mehr auch nach der Legitimität, nach der Grundlage von solchen Wahlen fragt. Aber es gibt schlaue Studien. Und eine will ich zitieren von einem Professor Güllner, der hat eine Studie zu Nichtwählern in Deutschland erstellt, im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, also eine SPD-Stiftung, und hat festgestellt, dass Nichtwähler in Deutschland überwiegend politische Gründe zur Wahlenthaltung haben. Die Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie viele politische Akteure heute Politik betreiben, ist das Hauptmotiv der Nichtwähler, sich nicht mehr an Wahlen zu beteiligen. Nichtwähler wünschen sich eine kümmernde Politik. Nichtwähler nennen politische Forderungen, die sie wieder zur Wahl motivieren könnten. An erster Stelle steht dabei der Wunsch, dass Politiker und Parteien wieder ein Ohr für die wirklichen Sorgen und Nöte der Menschen haben sollten und man sich politisch mehr um die kleinen Leute kümmern sollte. Dazu passen auch die von den Nichtwählern genannten politischen Prioritäten, gute Bildungspolitik, gutes Gesundheitssystem, Sicherung der Arbeitsplätze, sichere Altersvorsorge. Auch der Professor Fisan hat von der Uni Bielefeld hat den Substanzverlust der Demokratie untersucht und dazu geschrieben. Und er schreibt, wenn die Prinzipien des Artikel 20 Grundgesetz unterminiert werden, also Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, Bundesstaat, wenn also diese Prinzipien unterminiert werden, sinnentleert oder in schleichender Praxis missachtet werden, sodass am Ende nur noch die formale Hülle einer Demokratie oder des Rechtsstaates übrig bleibt, ist ein Substanzverlust der Demokratie und ein Verlust des Primats der Politik gegenüber der Wirtschaft oder den Märkten festzustellen. Colin Crouch hat diese Ordnung mit dem populär gewordenen Begriff Postdemokratie auf den Punkt gebracht. Es gibt eine fortschreitende Demokratieentleerung. Der politische Betrieb läuft wie geschmiert sogar, aber die Substanz der Demokratie wird ausgezehrt. Ein oberflächlicher Indikator dafür ist die geringe Wahlbeteiligung. Der Substanzverlust der Demokratie im Neoliberalismus, so lässt sich diese aktuelle Entwicklung zusammenfassen, wird verschärft durch das Einflechten autoritärer Strukturen in Form von Elementen zentralistischer Kontrolle auf der Ebene der Europäischen Union. Die EU befindet sich auf dem Weg zu einer autoritären Wirtschaftsregierung, mein Professor Fisser. Der Andreas Zielke, Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, hat vor 2 Wochen unter dem Titel Aktivismus unerwünscht zur Gemeinnützigkeit von zivilgesellschaftlichen Gruppen und Vereinen dargelegt, dass alte Gesetze moderne Formen demokratischen Engagements bedrohen.
Das Finanzamt Frankfurt sprach ja 2014 also ATTAC, die Gemeinnützigkeit, ab. Die Begründung: in Wahrheit verfolge ATTAC politische Ziele. Seither läuft ein Einspruchsverfahren, das noch nicht entschieden ist. Zielke ist inzwischen entschieden, abgelehnt. Jetzt ist die Klage. Jetzt wird geklagt. Genau. Jetzt wird geklagt, genau. Der Herr Zielke meint, die Funktion des Staates sei mittlerweile klar geworden. Er ist der Treuhänder, der Staat ist der Treuhänder der Bürger und ihrer Zivilgesellschaft. Dass der Staat seinen Auftraggebern gegen gerade dann, wenn sie sich gemeinnützig einsetzen, vorschreiben will, sich ihm gegenüber nicht politisch zu verhalten, ist ein grobes Missverständnis. Anknüpfend an die Äußerungen des Herrn Dr. Pfeiffer im Bundestag, der hat da nämlich ordentlich hergezogen über diese, wie nannte er das, glaube ich, Klickdemokratie, und hat bezogen auf Kampak dann formuliert, die linke Lobbytruppe soll ruhig ihre Aktivitäten betreiben, nur künftig nicht mehr mit den Steuergeldern der Bürger. Anknüpfend an diesen Ausspruch von Herrn Pfeiffer möchte ich dann an der Stelle nur einen kurzen Exkurs zur Finanzierung der Bundestagsparteien einschieben, weil dadurch die Ungleichbehandlung offenbar und die Unverfrorenheit von Herrn Pfeiffer und seinen Kolleginnen in ihrer Rolle als Gesetzgeber und Parteienvertreter deutlich wird. Ich nenne jetzt die Zahlen der Parteifinanzierung der Bundestagsparteien pro Jahr. Staatliche Parteifinanzierung 144 Millionen. Zuschüsse an die Mitarbeiter der Bundestagsfraktion 150 Millionen. Geldleistungen an die Bundestagsfraktion 85 Millionen Euro, ergeben in der Summe 379 Millionen. Hinzu kommen Bundeszuwendungen, also die Zuwendungen an die politischen Stiftungen der Parteien, Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, in Höhe von 487 Millionen Euro im Jahr. Ergibt in der Summe mit den vorgenannten Zahlen 866 Millionen Euro. Mitgliedsbeiträge, die Summe der Mitgliedsbeiträge, die ja auch steuerlich in Anrechnung gebracht werden können bei den Einkommensteuern, also steuerlich privilegiert sind 116 Millionen. Und Parteispenden über 50.000 Euro 21 Millionen. Das ergibt zusammen die beachtliche Summe von 1 Milliarde und 3 Millionen Euro pro Jahr. Wenn man die Zahlen dann ins Verhältnis setzt zu dem Spruch von diesem Herrn Dr. Pfeiffer der CDU-Bundestagsfraktion, die Kampfhardt-Leute sollen ruhig ihre Aktivitäten betreiben, nur nicht mit den Steuergeldern der Bürger, und dann anschaut, wie sie selber gepampert werden und sich pampern lassen und sich diese Zuwendungen ja selber beschließen im Bundestag, dann kann einem schon, so man hat, der Huch hochgehen. Und das war nur ein kurzer Exkurs. Ich wollte jetzt nochmal bei dem Thema CETA bleiben. Das war ja auch Thema auf dem Parteikonvent der SPD im September 2014 und auf dem Bundesparteitag am 12. Dezember 2015. Im Jahr 2014 stellt der Konventsbeschluss fest, in jedem Fall sind Investor-Staat-Schiedsverfahren und unklare Definitionen von Rechtsbegriffen wie faire und gerechte Behandlung oder indirekte Enteignung abzulehnen. Im Parteitagsbeschluss 2015 ist von einer Absage an Sonderklagerechte für Investoren nicht mehr die Rede.
Im Antrag des Parteivorstands heißt es hingegen, dass wir zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten einen öffentlich-rechtlichen Mechanismus wollen und keine private Schiedsgerichte mehr. Jetzt kann man lange darüber nachsinnen, warum die SPD, der Parteivorstand, zu diesem merkwürdigen Begriff öffentlich-rechtlicher Mechanismus kommt, aber gemeint sind diese Schiedsgerichte, also ICS. Das bedeutet, der Konventsbeschluss schließt noch jede Form von Schiedsgerichtsverfahren und mit Investitionsvorschriften aus. Der jetzt beschlossene Antrag des Parteivorstands aber lehnt nur noch private Schiedsgerichte ab. Und jetzt komme ich zu einem etwas ärgerlichen Beispiel praktischer Politik. Ich weiß nicht, wer am 10. Oktober diese ganzseitige Anzeige in der Süddeutschen Zeitung, in der Taz und ähnlichen Tageszeitungen gesehen hat. Sehr üppig gestaltet. Da macht der Herr Bundeswirtschaftsminister Gabriel Werbung für TTIP und versucht, die Bedenken, die gegen TTIP vorgebracht werden, zu zerstreuen. Was mich dabei ärgert, ist, dass es eine Veröffentlichung des Bundesministeriums Wirtschaft und Energie ist. Und die sollte sich unterscheiden von einer Anzeige der SPD, die sie die SPD selber zahlt. Man kann das beschreiben unter dem Stichwort 235.000 Euro. So viel haben nämlich die Anzeigen von Herrn Gabriel gekostet gegen 250.000 Demonstranten. Die sind natürlich gegen TTIP und CETA auf die Straße gegangen. In seiner ganzen Anzeige steht kein Wort von CETA. Als ob nicht CETA bereits zu diesem Zeitpunkt fertig verhandelt, schon alles ausgearbeitet in englischer Sprache vorliegt. Und er redet nur über CETA. Er vermeidet, CETA zu erwähnen. Und das, finde ich, ist bewusste Täuschung. Das ist ein unlauteres Verfahren und Vorgehen, wenn ein Bundesminister mit Steuergeldern umgeht. Also das ist schon ein sehr merkwürdiger Stil. Aber bei meinem Teil komme ich jetzt zum Schluss. Ich wollte dazu noch anmerken, Auslandsinvestitionen können risikoreich sein. Das ist klar. Es besteht jedoch kein Grund dazu, ein eigenes Rechtssystem zum Schutz von Unternehmen zu errichten, vor allem nicht in stabilen Rechtsräumen wie in der EU und Kanada. Die heutigen multinationalen Konzerne verfügen über ausreichende Erfahrung, um Risiken abzuschätzen und daran ihre Gewinnerwartungen auszurichten. Sollten die Risiken zu groß sein, ist der Rückgriff auf private Versicherer, öffentliche Investitionsgarantien oder nationale Rechtssysteme ohne weiteres möglich. Die Gesellschaft, in der wir heute leben, wird nicht in der Lage sein, die gegenwärtigen Herausforderungen anzugehen, vom Klimawandel bis zur Verhinderung weiterer Finanzkrisen. Wenn ihr eine juristische Zwangsjacke angelegt wird und sie ständig von milliardenschweren Konzernklagen gegen politische Maßnahmen bedroht ist. Wir brauchen starke Regulierungsmechanismen, um den Missbrauch durch multinationale Konzerne zu verhindern und keinen Freibrief für Konzerne gegen Demokratie und gegen Rechtsstaat zu agieren. Niemand stellt die Bedeutung eines lebhaften internationalen Handels in Frage. Aber wenn tatsächlich die Förderung des Freihandels verfolgt würde, so würde die Devisenspekulation beseitigt werden. Denn die Devisenspekulation ist ein eigentliches Handelshemmnis, weil sie Exporte schlagartig teurer machen kann. Von 2010 bis 2013 schwankte der Euro zum Dollar zwischen 1,10
1,20 Euro und 1,50 Euro. Deutsche Firmen mussten also erleben, dass ihre Waren auf den Weltmärkten in wenigen Monaten um bis zu 25% kostspieliger wurden. Aber redet irgendjemand über die Eindämmung der Devisenspekulation? Hört man nicht so viel. Also CETA befasst sich weniger mit der Verbesserung des transatlantischen Handels. CETA arbeitet vielmehr an der Einschränkung von demokratischen Regierungsmaßnahmen, die den multinationalen Unternehmen ein Dorn im Auge sind. Man könnte sagen, die Demokratie ist ein Handelshemmnis. Jetzt kommt die Sabine mit dem Punkt 5, mit dem letzten Punkt, die vorläufige Anwendung von CETA. Ja. Sie haben ja diese Gliederung vor sich liegen und auf der Rückseite habe ich eine Zusammenfassung für Sie von diesem Punkt, weil es ist ziemlich kompliziert. Da tun Sie sich leichter. Ich tue mir auch leichter, wenn Sie das vor sich liegen haben, das muss ich auch sagen. Also zunächst mal, wer sich mit der vorläufigen Anwendung von CETA beschäftigt, gerät in den Dschungel der EU-Bestimmungen. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber Sie wissen es bestimmt schon, der CETA-Vertrag besteht aus 500 Seiten und 1100 Seiten Annex, Anhänge. Und in dem Moment, wo man meint, man hat eine Bestimmung gefunden, die aussagekräftig ist, muss man damit rechnen, dass es innerhalb dieser 1600 Seiten noch unendlich viele Stellen gibt, wo diese Bestimmung auch vorkommt und wo vielleicht auf Seite 497 alles aufgehoben wird, was Sie vorher zu wissen glaubten. Insofern ist dieser CETA-Vertrag auch für des wirtschaftsenglischen mächtigen Spezialjuristen nicht zu bewältigen und ich behaupte, diese Situation hat System. Auf diese Weise kann die EU-Administration ihren Spielraum erweitern und je nach der aktuellen Lage ihre Möglichkeiten einleiten. Ich habe jetzt diesen Abschnitt eingeteilt in drei Punkte, das sehen Sie, grundlegende Informationen, wissen Sie bestimmt schon viel davon, und dann die provisorische Anwendung von CETA und dann habe ich noch eine eigene These dazu als dritten Punkt. Erstmal grundlegende Informationen. Es gibt EU-Verträge, da geht es nur um Bereiche, für die die EU die alleinige Kompetenz hat. Und dann gibt es EU-Verträge, da gibt es auch zusätzlich Bereiche, für die die Mitgliedstaaten die Kompetenz haben oder es besteht eine sogenannte gemischte Kompetenz. Das heißt, zum Teil ist die EU für diesen Bereich zuständig und zum Teil auch die Mitgliedstaaten, beide. Und man spricht entweder von einem reinen EU-Vertrag oder wenn die Mitgliedstaaten mit im Boot sind, weil ihre Kompetenzen berührt werden, ist es ein gemischter Vertrag. Gibt es jetzt bei den beteiligten Organen unterschiedliche Vorstellungen, ob ein Vertrag gemischt ist oder nicht, dann entscheidet der Europäische Gerichtshof. Die EU hat grundsätzlich das Interesse zu behaupten, es gehe um einen reinen EU-Vertrag. Die Mitgliedstaaten haben ein Interesse daran, dass ihre Kompetenzen hier auch berücksichtigt werden, dann dürfen sie nämlich mitentscheiden. Man unterscheidet bei einem EU-Vertrag zwischen der vorläufigen Anwendung und der Inkraftsetzung. Ich gehe jetzt erstmal auf das Inkrafttreten eines Vertrags ein, damit sind wir bei drittens jetzt angekommen. Ein reines EU-Abkommen erfordert eine qualifizierte Mehrheit im Rat. Es ist jetzt einfach so, in dem Moment, wo nur die EU zuständig ist, braucht sie keine Einstimmigkeit im Ministerrat. Da genügt die qualifizierte Mehrheit. Sind die Mitgliedstaaten mit im Boot, braucht der Ministerrat die Einstimmigkeit. Da muss dann, also erstmal Ministerrat heißt, das sind die 28, jetzt bleiben wir bei CETA, die 28 Handelsminister der EU. Sind die Mitgliedstaaten mit im Boot, da braucht man von jedem Handelsminister aus jedem EU-Staat das Ja.
Ist es ein reiner EU-Vertrag, dann reicht die qualifizierte Mehrheit. Und die qualifizierte Mehrheit ist sehr leicht zu kriegen. Das erkläre ich jetzt nur, weil wir es später nochmal brauchen. Für die qualifizierte Mehrheit braucht ein Vertrag die Zustimmung von 15 von 28 Fachministern oder anders ausgedrückt, 14 Fachminister müssten dagegen sein, um ihn zu stoppen. Und wenn Sie sich mal in der EU umschauen und die Haltung zu CETA, es gibt nicht 14 Fachminister, die gegen CETA sind. Da dürfen wir uns gar nichts vormachen. Jetzt gibt es noch eine zweite, war ja eine Zusatzbestimmung. Diese 15 von 28 Fachminister, die man braucht, um den Vertrag in Kraft zu setzen, müssen mindestens 65% der Gesamtbevölkerung der EU vertreten. Also das dürfen jetzt nicht nur Fachminister sein von ganz kleinen Staaten. Aber wenn man das umdreht, heißt es ja auch, dass es, sagen wir mal, 36% der Bevölkerung müssten repräsentiert sein von den 14 Fachministern, die dagegen sind. Und die BRD ist grob gesagt 16% der EU-Bevölkerung. Also anders ausgedrückt, die qualifizierte Mehrheit ist sehr leicht zu kriegen. Für das Inkrafttreten eines gemischten Vertrags bedarf es der Einstimmigkeit im Fachministerrat. Die Quelle ist der AUV-Vertrag, der zusammen mit dem EU-Vertrag den Vertrag von Lissabon bildet. Und für das Inkrafttreten braucht man die Zustimmung des EU-Parlaments. So, anschließend beim gemischten Vertrag, wenn das EU-Parlament zugestimmt hat, muss der gesamte Vertrag alle Teile, von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Also der Begriff ratifiziert ist also einfach die Gesetzgebungsverfahren in den Mitgliedstaaten durchlaufen. Das würde für uns bedeuten, dass vermutlich sogar auch der Bundesrat gefragt wird, nicht nur der Bundestag. Und wenn ein einziger Staat von den 28 nicht ratifiziert oder diesen Vertrag nicht möchte, ablehnt, ist CETA für alle Zeiten, nein, um Gottes Willen, für alle Zeiten leider nicht, aber ist es gestorben, dann ist der CETA-Vertrag erstmal nicht. Jetzt ist es so, wir haben in 14 von 28 EU-Staaten sogar das Recht auf Volksabstimmungen. Man hört, dass die Niederlande schon an einem Referendum arbeiten gegen CETA. Allerdings sind die Hürden jetzt, bei den Niederlanden habe ich nachgeschaut, extrem hoch. Also es ist, man darf sich nicht darauf verlassen, auch wenn die Niederländer dagegen sind, dass es ein Erfolg wird. Gut. Für alle Abstimmungen gilt, was natürlich auch wieder extrem undemokratisch ist, dem Bundestag zum Beispiel würde in so einem Fall oder dem Bundesrat im EU-Parlament wird das Abkommen vorgelegt und es gibt nur Ja oder Nein. Keine Möglichkeit, weil es ja fertig ist schon längst. Und ich will jetzt nicht über die Leseseele erzählen, das haben Sie sicher schon gelesen selber. Keine Mitwirkung der Parlamente, ja oder nein zum gesamten Vertrag. Da das Ratifizierungsverfahren, und jetzt kommt mein Thema provisorische Anwendung, in den Mitgliedstaaten Jahre dauern kann, ja, es gibt ja verschiedene Staaten mit zwei Kammern und es kann sehr lang dauern. Und wenn noch Referenden kommen, auch wenn Volksabstimmungen nicht gewonnen werden, aber das dauert natürlich lang. Gibt es die Möglichkeit, den Vertrag vorher schon während der Phase, wo die Mitgliedstaaten daran arbeiten, vorläufig anzuwenden? Die vorläufige Anwendung endet mit dem Inkrafttreten des Vertrags. Das ist logisch. Damit ein Vertrag vorläufig angewendet werden kann, ich bin jetzt bei 5. muss dies im Vertrag stehen. Ist bei CETA der Fall, werden wir nachher hören. So, jetzt ist es auch wieder logisch, dass die vorläufige Anwendung nur für die Teile des Vertrags gilt, die in EU-Kompetenz fallen. Nur für die Teile, weil die Teile, die in die Kompetenz der Mitgliedstaaten fallen, darüber wird ja in den Mitgliedstaaten parallel erst abgestimmt. Insofern gilt sie nur für die Teile der EU. Für die vorläufige Anwendung, das ist jetzt wieder wichtig, ist da nur eine qualifizierte Mehrheit im Fachministerrat nötig. Wie gesagt, die ist leicht zu kriegen. Und jetzt kommt der Clou, die vorläufige Anwendung ist ohne Mitwirkung des EU-Parlaments rechtlich möglich. Ich erspare jetzt die Zitate aus dem AUV-Vertrag, es ist nur mit anderen Worten dasselbe gesagt.
So, jetzt zur provisorischen Anwendung von CETA. Ich muss sagen, dass diese Tatsache, dass das EU-Parlament bei der vorläufigen Anwendung rechtlich gar nicht gefragt werden muss, das ist so unglaublich, dass, wie ich mir der Sache sicher war, ich, wo immer ich konnte, das verbreitet habe, dass es so ist. Und die Leute haben es mir monatelang nicht geglaubt. Ich habe immer wieder gelesen oder auch gehört, da muss ja erst das EU-Parlament zustimmen, das wäre nicht so schlimm und so. Und ich habe gesagt, nein, das muss eben nicht. Und ich habe damals auch in meinem Brief an die Abgeordneten ihnen das mitgeteilt, den EU-Abgeordneten, und die Hälfte wusste es selber nicht. Die haben ja dann Antwortbriefe geschrieben, reden Sie nicht auf, wir dürfen doch abstimmen. Und ich sage, nein, wir dürfen es nicht. So, zur provisorischen Anwendung von CETA. Im CETA-Vertrag ist die vorläufige Anwendung vorgesehen. Das lese ich jetzt vor, weil das kann nämlich schon am 1. Juni dieses Jahres der Fall sein. Dieser Vertrag wird vorläufig angewendet werden vom ersten Tag des Monats an, der auf das Datum folgt, an dem die Parteien sich gegenseitig mitgeteilt haben, dass ihre jeweilig relevanten Verfahren beendet sind. Die Parteien können auch ein anderes Datum wählen. Und mein Mann hat schon gesagt, am 13. Mai steht CETA auf der offiziellen Tagesordnung des Ministerrats in der EU und da steht Unterzeichnung und provisorische Anwendung. Meine einzige Hoffnung ist, mit qualifizierter Mehrheit, wohlgemerkt, da steht dabei possible. Vielleicht wird es verschoben. Bei der Tagesordnung, ja. So, jetzt doch auch bei der vorläufigen Anwendung gibt es eine gewisse, diese Zombie-Klausel, die auch der Michael schon erwähnt hat. Bei der Inkraftsetzung sind es 20 Jahre, ist der Investitionsschutz noch gültig. Bei der vorläufigen Anwendung nach der Beendigung werden es 3 Jahre. So, es ist also möglich, dass Deutschland auch nach dem Ende der vorläufigen Anwendung von Investoren noch 3 Jahre lang verklagt werden kann und dies auf der Grundlage eines gescheiterten Vertrages, dem weder das EU-Parlament noch der Bundestag hinzugestimmt haben. Das ist die vorläufige Anwendung. Und wenn dann die Inkraftsetzung nicht zustande kommt, wir hoffen es, weil eben einige Staaten dann doch nicht dafür stimmen, wer weiß es, dann ist ja der Vertrag gescheitert und die Investoren dürfen noch 3 Jahre lang klagen. Allerdings muss man jetzt sagen, bei der provisorischen Anwendung dürfen sie nur klagen für Umstände, die in der Zeit der provisorischen Anwendung eingetreten sind. Also nicht, was in den 3 Jahren neu an Regeln kommt oder an Gesetzen, das ist dann kein Klagegrund, sondern die Investition muss in den Jahren der provisorischen Anwendung, vorläufig ist es selbe, Anwendung geschehen sein, wie auch die Regel oder die Richtlinie, Verordnung der EU oder ein Gesetz des Bundestags. So, jetzt noch ein zweiter Punkt hier. Es ist bisher nicht sicher, dass CETA ein gemischter Vertrag ist, beziehungsweise welche Teile des Vertrags unter EU-Kompetenz fallen, welche unter die Kompetenz der Mitgliedstaaten und welche Teile der gemeinsamen Kompetenz unterliegen. Das ist so, dass vom Verfahren her an diesem 13. Mai, wenn die Kommission den Vertrag dem Ministerrat vorlegt zur Unterzeichnung, gibt sie ihre Einschätzung preis oder vielleicht doch für einige Tage vorher, aber spätestens dann, ob sie diesen CETA-Vertrag für gemischt hält oder nicht. Und dann kann der Ministerrat dazu Stellung nehmen und vielleicht gibt es da Streit, weil der Ministerrat vielleicht sagen wird, es ist gemischt und die Kommission sagt, weil sie das gerne hätte, es ist ein reiner EU-Vertrag. Da würde die Sache sich nochmal verzögern. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass CETA ein gemischter Vertrag ist. Das ist aber gar nicht so, dass die Kommission das so sieht. Es sieht man, die Frau Malmström sagt dieses und jenes. Und es gibt auch eine schriftliche Stellungnahme der Kommission aus dem Jahre 2011. Damals haben die sich schon ein bisschen gekappelt, der Rat und die Kommission. Die Kommission nimmt die Aussage des Rats zur Kenntnis, dass bestimmte in dem Kapitel des Abkommens über Investitionsschutz enthaltene Elemente Bereich gemischter Zuständigkeit betreffen. Zum Beispiel Portfolioinvestitionen, Streitbeilegung, Eigentum und Enteignung. Die Kommission teilt nicht die Ansicht, dass die genannten Elemente in den Bereich gemischter Zuständigkeit fallen. Ihrer Ansicht nach fallen diese Elemente unter die ausschließliche Zuständigkeit der EU. Wir hoffen natürlich sehr, dass es ein gemischtes Abkommen ist. Jetzt habe ich verschiedene Beispiele, was so dazu gesagt wird zu diesem Thema. Der eine sagt dieses oder der andere sagt jenes. Interessant ist, dass die Frau Malmström gesagt hat, sie würde sich jetzt beziehen, sie hätte jetzt einen von der EU-Kommission beauftragten Rechtsexperten beauftragt, zu untersuchen, ob CETA gemischt ist oder nicht.
Früher hieß es ja, also monatelang, man würde sich an dem Abkommen EU-Singapur orientieren, was beim Europäischen Gerichtshof untersucht wird, geprüft wird. Das ist ähnlich wie CETA, hat auch ESGS. Und man orientiere sich daran. Aber jetzt sagt Frau Manschen, es dauert viel zu lang. Und ich nehme an, dass dieser Rechtsexperte doch beim Ministerrat dann auf Widerstand stoßen wird. Wir wollen es sehr hoffen. Letztlich, wie gesagt, landet die Sache beim Europäischen Gerichtshof dann doch, wenn Sie sich nicht einigen. Von besonderer Brisanz ist die Frage, ob ISDS zu den gemischten Teilen des Abkommens gehört oder alleine der EU-Kompetenz unterliegt. Sicher ist, klagen Unternehmen im Rahmen des Investorenschutzes erfolgreich gegen die EU oder gegen EU-Mitgliedstaaten, müssen sich diese Mitgliedstaaten je nach Sachlage an den Zahlungen der Schadensersatzforderungen beteiligen oder sie auch ganz übernehmen. Wenn diese Klagen gegen Bundesgesetze laufen, zum Beispiel der BRD, muss Deutschland zahlen. Wenn es gegen EU-Richtlinien oder Verordnungen geht, dann muss die EU dran, beziehungsweise wird die ein Interesse dran haben, da auch die Mitgliedstaaten zu beteiligen. Und wenn die zahlen sollen, und es sind ja irrsinnige Summen, aber gleichzeitig heißt es, das ist EU-Kompetenz und sie dürfen gar nicht darüber abstimmen als gemischten Vertrag, ist natürlich auch absurd. So, und jetzt verlassen wir die juristische Ebene und kommen zur politischen Einschätzung, zu meiner. Und da ist meine These zur vorläufigen Anwendung, die haben Sie auch. Es besteht die große Gefahr, dass CETA provisorisch angewendet wird, da die Chance, dass CETA in Kraft treten kann, sehr gering ist. Anders ausgedrückt, also meine Argumentation, wo ich weiß, man kann auch anderer Meinung sein, das haben Hypothesen zur Ansicht oder Thesen, das ist die Möglichkeit, dass CETA in Kraft tritt, ist ziemlich klein. Und bevor jetzt die Kommission CETA in der Schublade verschwinden lässt, werden sie eher die provisorische Anwendung wählen, ohne EU-Parlament. Obwohl, das kommt nachher nochmal vor, die Frau Malmström schon früher zugesagt hat, sie würde bei der provisorischen Anwendung immer sozusagen gnädig auch das EU-Parlament erst noch abstimmen lassen. Ich glaube, dass das Risiko, das EU-Parlament zu fragen, für die Frau Malmström zu groß geworden ist. Und das hängt zusammen mit dem 8. Juli 2015, da gab es diese TTIP-Resolution. Und da hat das EU-Parlament sehr deutliche rote und auch rosa Linien gezogen in Bezug auf TTIP, was ja noch in der Verhandlung ist. Das ist sehr sinnvoll, was das EU-Parlament akzeptiert und was nicht. Und da hat zum Beispiel, haben sie sich eindeutig gegen Schiedsverfahren ausgesprochen. Und nachdem ICS auch keine Verbesserung ist, wie wir jetzt wissen, spätestens durch den Deutschen Richterbund, ist es so, es geht immer hier um die SPD, weil die SPD ist das Zünglein an der Waage, wenn es darum ist. Im EU-Parlament sind 190 SPD-Abgeordnete, jetzt europäische, und ungefähr 100 müssten gegen CETA stimmen. Und diese Gefahr oder diese Chance für uns besteht. So, und die Kommission kann sich nicht mehr sicher sein, dass sie die Mehrheit bekommt, deswegen wird sie das EU-Parlament nicht befragen. Jetzt sagen natürlich andere, Gottes Willen, das traut sie sich nie und dann gibt es doch einen Aufstand im EU-Parlament, aber es müsste schon so viele Aufstände von den Parlamentariern geben. Insofern weiß ich nicht, was man davon halten soll. Jetzt hat eben die Frau Malmström, das hat der Michael schon erwähnt, dieses ICS hier versucht unterzubringen in CETA. Ob ihr das gelingt, weiß man nicht. Sie ist im Gespräch mit dem Herrn Trudeau. Und das ist natürlich spannend, weil die Bevölkerung meint, mit ICS ist alles gut. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Auf der anderen Seite, am 10. März trifft der Trudeau den Obama. Und es heißt aus kanadischer Quelle, dass Kanada ISDS behalten muss, weil die Amis es wollen. Die Amis sind der wichtigste Handelspartner von Kanada, die handeln eigentlich fast nur mit den USA. Und das andere ist, dass eben 80% aller US-Unternehmen, die in der EU eine Niederlassung haben, auch in Kanada eine Niederlassung haben. Und die können die Schiedsverfahren dann über CETA, über Kanada laufen lassen und brauchen nämlich TTIP gar nicht. Weil TTIP, da haben wir alle Hoffnungen, dass es nichts wird. Und wir haben begründete Hoffnungen. Also wann immer man was liest über die TTIP-Verhandlungen, haben wir immer das Gefühl, na, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber CETA, und es ist eben schwer zu vermitteln den Menschen, es ist halt ziemlich kompliziert, den Umweg zu verstehen.
Die US-Investoren, die haben vielleicht TTIP schon längst aufgegeben, die hoffen auf CETA. Und der Trudeau darf gar nicht, obwohl ICS ist auch keine Verbesserung, der muss vermutlich ISDS behalten, was für uns wieder gut ist. Weil dann haben wir ein schlagendes Argument, auch für alle, die verstanden haben, dass ISDS nicht geht und das die SPD da im Europaparlament vielleicht auch. So. Es bleibt der Kommission also nur die Möglichkeit der vorläufigen Anwendung ohne Beteiligung des EU-Parlaments, behaupte ich. Und die EU-Handelskommissarin Frau Malmström wird sich nicht an ihre Zusage halten, dass das EU-Parlament über die vorläufige Anwendung abstimmen darf, obwohl es da andere Aussagen von ihr gibt. Es gibt eben diese Aussagen, mehrfach hat sie das gemacht. Und danach. Es ist möglich, dass die Kommission auf die Kraft des Faktischen setzt und sich im Dschungel der EU-Bestimmungen ihre Schleichwege sucht. Das heißt, wir hätten dann eine provisorische Anwendung. Und die Frage ist, da gibt es ja keinerlei Deckelung. Wenn das Ding nicht in Kraft tritt, gibt es im CETA-Vertrag keine Bestimmung, ob das nach 2 Jahren oder provisorische Anwendung ist zeitlos. Aber auch da sagen andere natürlich mit Recht, es ist politisch nicht durchsetzbar. Man kann das EU-Recht nicht beugen und so. Sicher ist, sollte der Vertrag nie in Kraft treten und keiner der Vertragsparteien die provisorische Anwendung kündigen, ist für die vorläufige Anwendung keine zeitliche Begrenzung vorgesehen. Damit bin ich jetzt am Ende meiner Ausführungen wieder bei den belastbaren Fakten angelangt. Über den 13. Mai ist übrigens ein Freitag, witzigerweise, Freitag der 13. Mai haben wir schon gesprochen. Spätestens dann, sollte man meinen, müsste geklärt sein, ob CETA ein gemischter Vertrag ist oder nicht. Und sollte die vorläufige Anwendung vom Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit am 13. Mai beschlossen werden, kann es durchaus sein, dass damit ISDS oder ICS ab 1. Juni Gültigkeit haben. So, das ist das zur provisorischen Anwendung. Sie dürfen gleich in Aktion treten, wir freuen uns schon, aber ich wollte nur noch darauf hinweisen, was kann man tun, um CETA zu stoppen. Also wir haben ein paar Angebote hinten auf dem Tisch. Es gibt Vollmachtserklärungen, wo man sich als Mitkläger von der Frau Grimmelstein bzw. ihrem Vertreter, Herrn Professor Fiesam, erklären kann. Man muss es mit der Post schicken und es sind sie in bester Gesellschaft für 40.000 anderen Menschen in der BRD. Es kostet nichts, man muss es aber mit einem Brief schicken, mit dem Porto, es geht nicht anders. Und es ist jetzt schon die größte Klage, die es in der BRD je gab, Verfassungsklage, Verfassungsbeschwerde. Also die Vorratsdatenspeicherung, da gab es über 30.000 Mitkläger und bei ESM auch, aber wir, Frau Grimmelstein hat also wunderbarerweise schon über 40.000 Mitglieder gefunden. Dann haben wir hinten ein Blatt, da sind auf der Vorderseite Fragen an Abgeordnete als Vorschlag. Auf der Rückseite sind die Mailadressen von den 27 EU-Abgeordneten der SPD, weil wie gesagt die SPD als Zünglein an der Waage ist sehr wichtig. Und da könnte man mal ein Mail schreiben und Sie könnten sich orientieren an diesen Fragen, die dann auf der Vorderseite stehen oder auch an orangenen Postkarten, die man verschicken kann. Da ist auch ein sehr guter Text vorne drauf. Es wäre halt sehr schön, wenn Sie hinweisen, weil das haben wir jetzt da noch nicht so, auf den Deutschen Richterbund, dass der gegen ICS ist, dass die SPD-Abgeordneten es überhaupt mal wissen, dass ICS auch ein Rechtsbruch ist. Die prägnanteste Formulierung, da komme ich zum Schluss, für Ihre Mails, die wir gefunden haben, lautet, sagt die SPD Ja zur CETA, sagen wir Nein zur SPD. Das wäre eine Kurzfassung.